Wieder mal zurück am Q7. Und zwar, die Spiegel gehen beide nicht, aber die Motoren laufen Ich weiß komischerweise. nicht, ob man das jetzt hören kann. Aber die Motoren laufen auf jeden Fall. Ich habe jetzt mal Spiegelglas raus. Und wenn wir mal reingucken, komisch ist halt, dass es auf beiden Seiten ist, nicht nur auf einer. Ich weiß auch nicht, ob das hier jetzt einfach so normal sein soll. Wir werden das jetzt gleich mal öffnen an den Torx-Schrauben hier. Und dann gucken wir mal Hab's mal rein. abgeschraubt. Das ist übrigens ein geschlossenes Bauteil, wusste ich jetzt auch nicht. Die Motoren sitzen hier drin praktisch. Raus kriege ich es jetzt aber auch nicht weiter, weil das Kabel so kurz ist. Ich werde mal schauen jetzt, was ich hier auseinandernehmen kann, von vorne ausklipsen. Hier sind ja anscheinend die Steller, die weißen nehme ich an, aber es hat überhaupt keine Verbindung zu den Motoren. Wir werden sehen, hoffe ich, woran Natürlich liegt. Kann liegt. man auch, um das Teil rauszubekommen, einfach den Stecker abziehen, so als Nachtrag. Also den äußeren Ring, den kann man, ich weiß nicht, das kann ich jetzt schlecht erkennen, ist hier so reingedreht. Da und da. Das heißt, den Ring auseinanderdrücken und dann könnt ihr das so rausdrehen. Und dann fällt es eigentlich auch schon nach unten und ihr habt das, die zwei Teile einzeln. Also wie man sieht, sie gehen doch. Aber praktisch, die haben überhaupt keine Kraft. Wenn ich jetzt mit dem Finger festhalte, halt bleiben sie auch direkt stehen. Und man kann die halt auch hier, gut, das ist ja normal, dass man den Spiegel auch von der Hand verstellen kann, aber es kommt mir sehr leicht vor. Vielleicht werde ich das Äußere mal fetten oder was und mal gucken. Oder mal auseinandernehmen, mal reingucken. Vielleicht gibt es ja irgendeine Art Kupplung oder was weiß ich. So, heute mal zu zweit haben wir das Ding mal aufgekriegt. Ist auf jeden Fall extrem viel Gefummel, weil ihr müsst ja in die ganzen Schlitze da rein. Es sind sechs oder sieben Dinger hier, die da einrasten und die gehen auch naja, zu 90% kaputt. Auf jeden Fall, was ihr nicht vergessen dürft, das Ding muss zuerst ab. Das wussten wir jetzt auch nicht, weil das hier dran fest ist. Und dann geht es eigentlich dann auch rauszuklicken. So, und das hier sind anscheinend diese Kupplungen, diese Metallscheiben auf den Zahnrädern. Und das geht auf jeden Fall viel zu leicht. Also es funktioniert ja alles, nur es hat einfach nicht genug Kraft, um das Glas anzutreiben. Da werden wir jetzt mal gucken, ob wir die rausmachen und vielleicht die Metallscheiben ein bisschen nachbiegen oder so. Schauen wir mal. So, Fehler haben wir gefunden. Also hier sind ja diese Metallscheiben. Wie gesagt, die drücken ja, also das hier ist zweiteilig. Und drücken dann das praktisch zusammen, dadurch, dass es schwer geht. Aber hier, die kleinen Dinger sind alle gebrochen da. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Und dadurch ist natürlich auch keine Federwirkung mehr da. So, um zumindest mal das Problem zu beheben, dass die Spiegel wieder funktionieren, haben wir jetzt einfach hier mit dem heißen Schraubenzieher die zwei Teile praktisch verbunden. Somit halt keine Kupplung mehr da. Ist halt schlecht, wenn dann außen einer aufs Glas drückt oder so. Aber die Funktion vom Spiegel ist eigentlich wieder da. Wir werden das mal ausprobieren. Wahrscheinlich ist es nichts auf Dauer und eigentlich auch nichts Gescheites und nicht repariert. Aber andere Möglichkeiten haben wir jetzt nicht und dann werden wir wohl mal neue Motoren besorgen müssen. Nur, dass ihr das nochmal seht. Einfach so ein bisschen hinein, sodass die zwei praktisch verschmelzen, die zwei Teile. Und dann habt ihr da schon eine feste Verbindung. Und dann sollten die Spiegel wieder gehen. Wie man sieht, Spiegel funktioniert wieder. Ist jetzt zwar nicht die beste Lösung, aber zumindest funktioniert er wieder. Und wie gesagt, wir gucken mal, was auf Dauer passiert. Ansonsten müssen halt neue Motoren her, aber fürs Erste geht's so. Und ich sehe jetzt auch keinen riesen Nachteil, dass wenn man hier ein bisschen rumdrückt, wird es nicht gleich abbrechen.